Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn die liebe Kollegin Bär hier steht und ihr nichts anderes überbleibt, als einfach nur eine Fraktion zu bashen, dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt stehen wir also mal wieder hier und debattieren über das gemeinsame Lernen. Wir stehen jetzt wieder hier, weil all das, was unsere Schulministerin so wunderbar eingestielt glaubte, jetzt wie ein Bumerang zurückkommt und Ihnen, Frau Lörmann, auf die Füße fällt. Das erste Schuljahr unter den neuen Rahmenbedingungen für die schulische Inklusion geht jetzt zu Ende. Durchaus ein geeigneter Zeitpunkt, um eine erste Bestandsaufnahme zu machen. Und die fällt so aus. Die getroffenen Regelungen heben ein Elternwahlrecht aus, überfordern Schulen und Schulträger und können die notwendige Förderung aller Kinder nicht gewährleisten. Ich bin dem VBE dankbar, dass nun eine erste Evaluation zur Inklusion vorliegt. Und ich kann Herrn Beckmann nur zustimmen, der sagt, uns ist wichtig, die Diskussion endlich auf den harten Boden der Tatsachen zurückzuführen. Das ist auch uns sehr wichtig, und es ist ja eher ein Abgrund als ein Boden, in den wir hier blicken. Überraschung? Nein, überraschen dürfte Sie das wirklich nicht. Alle Oppositionsfraktionen haben genau dies angemahnt. Nicht letztes Jahr, sondern schon vorletztes Jahr haben wir Ihnen alle gesagt, so wird das nicht gelingen. Das haben Sie ignoriert. Die Personalausstattung der inklusiven Klassen der Sek. 1 ist heute schlechter, als es die integrativen Lerngruppen waren. Schulen mit langjähriger Erfahrung in der Inklusion haben dies frühzeitig kritisiert und eine bessere Ausstattung angemahnt. Das haben Sie ignoriert. Das Stellenbudget reicht vorne und hinten nicht. Dorothea Schäfer von der GEW erklärte, eine Erhöhung des Stellenbudgets sei erforderlich. Es sei ein Fehler gewesen, die Zahl der Stellen für die Förderung von Kindern mit Lern-, Sprach- und Entwicklungsstörungen zu deckeln. Durch die Verteilung der Kinder auf eine größere Zahl von Schulen seien die Bedingungen in den Schulen schlechter als vorher. Auch das haben Sie ignoriert, und Sie tun es immer noch. Die Unzufriedenheit der Lehrer ist groß. Es knirscht an vielen Stellen, sagt auch der Bildungsforscher Klaus Klemm. Und er hat recht. Die Unzufriedenheit der Lehrer ist groß, und sie ist berechtigt. Ich bin in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen, habe mich an vielen Schulen umgeschaut und mit vielen Kollegen vor Ort gesprochen. Das war ernüchternd. Ein paar Beispiele. Es fehlen Differenzierungsräume. Und die sind auch nicht mal eben einzurichten, da die Schulen auch aufgrund der vielen Flüchtlingskinder inzwischen aus allen Nähten platzen. Da sitzen die Differenzierungsgruppen auf dem Flur. Es heilt, Tische dürfen nicht in den Flur gestellt werden, wegen dem Brandschutz. Da erzählt die Grundschulkollegin, man habe zwar Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber leider keine Sonderpädagogen, dafür aber 29 Kinder in der Klasse. Das habe ich an vielen Stellen gehört. Die Klassen sind bis zum Anschlag voll. In der Realität keine Spur von kleineren Klassen. Beratungsgespräche werden auf dem Schulhof abgehalten oder auch mal im Abstellraum für Putzmittel. An den Schulen fehlen Testverfahren und Diagnosematerial. Die Schule kann sie nicht bezahlen. 1.500 Euro für ein solches Verfahren ist einfach zu viel. Dann kommt der Vorschlag, die Testverfahren im Schulamt zu deponieren. Dort muss der Kollege dann eben hinfahren und sie später wieder zurückbringen. Natürlich nicht während der Arbeitszeit, das macht der Kollege in der Freizeit gern. Ich könnte hier stundenlang weiter Beispiele aufzählen, die zeigen, es knirscht nicht nur im Fundament, es knirscht auch überall an den Bedingungen und an der Umsetzung. Zum Thema Doppelbesetzung. Wenn es überhaupt gelingt, Doppelbesetzung zu ermöglichen, dann wird das natürlich gerne vorrangig in den sogenannten Hauptfächern ermöglicht. Die Kollegen vor Ort beklagen zu Recht eine schleichende Abwertung der Nebenfächer. Dort müssen die Schüler und die Kollegen halt sehen, wie sie klarkommen. Und dann muss ich jetzt noch mal sagen, im Rückblick auf die kleine Anfrage, die wir gestellt haben, dass die Sonderpädagogen zum Vertretungsunterricht eingesetzt werden, da bleibt mir immer noch die Spucke weg. Da postulieren Sie tatsächlich, eine Doppelbesetzung sei nicht so wichtig. Wichtiger sei die gemeinsame Planung von Unterricht. Die Kollegen vor Ort, meine Damen und Herren, die laufen auf dem Zahnfleisch
Und Sie stellen sich hin und sagen, Doppelbesetzung sei nicht so wichtig. Doppelbesetzung ist eine der elementaren Voraussetzungen für das Gelingen von Inklusion. Die Sonderpädagogen vor Ort brauchen keine guten Ratschläge, sondern eine zuverlässige Arbeitsplatzbeschreibung, die sie davor schützt, unangemessen als Vertretungsreserve eingesetzt zu werden. Eine Arbeitsplatzbeschreibung, die sicherstellt, dass Schüler die sonderpädagogische Förderung erhalten, die ihnen zusteht. Und Frau Hendrick hat es ja gerade auch noch mal gesagt, zu viel Doppelbesetzung wäre pädagogisch weder sinnvoll noch notwendig. Und da muss ich Ihnen sagen, da sind Sie auf dem Holzweg. Wir fordern weiterhin Doppelbesetzung in den Klassen, in denen inklusiv gearbeitet wird. Inklusion ist eine große pädagogische Herausforderung für unsere Schulen. Und sie wird nicht durch ein einfaches Om oder durch bloße Esoterik gelingen. Nein, es reicht nicht, immer wieder zu betonen, es müsse sich vor allem in den Köpfen was ändern, es müsse ein anderes Bewusstsein entstehen. Und das habe ich gerade hier auch gehört. Man soll die Angst vor der Veränderung nehmen. Es braucht einen Mentalitätswechsel. Und das will ich Ihnen ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren. Das ist eine Unverschämtheit für die Kollegen vor Ort, die nicht wissen, wie sie weiterkommen. Und Sie sagen einfach nur, oh, da muss sich irgendwie ein bisschen was in den Köpfen ändern. Und wenn es um Bewusstseinsänderung geht, die, ich glaube, sicherlich notwendig ist, dann finde ich, dass die Umfrage vom VBE eine sehr gefährliche Möglichkeit der Bewusstseinsänderung aufzeigt. Durch die mangelnde Qualität und die so entstehende Unzufriedenheit aller Betroffenen wird der Sinn von Inklusion inzwischen auch generell infrage gestellt. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist das Schlimmste, dass wir dem eigentlich guten Gedanken einen Bärendienst erweisen, wenn die Lehrer und die Eltern sich von diesem eigentlich guten Gedanken abwenden, weil es so nicht funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir jetzt hergehen und endlich handeln. Und Sie, Frau Lörmann, Sie müssen endlich Rahmenbedingungen schaffen, damit alle an diesem inklusiven Prozess überhaupt weiter mitarbeiten möchten. Vielen Dank. Vielen Dank.